herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias von Matz Gitarrenkurse und akustik-gitarrelernen.de. Heute wollen wir uns den D-Dur auf der Ukulele anschauen. Und zwar sieht er folgendermaßen aus. Wir greifen im zweiten Bund auf der vierten Seite, auf der G-Seite, die Note A mit dem Zeigefinger. Mit dem Mittelfinger im zweiten Bund auf der C-Seite die Note D mit dem Mittelfinger und mit dem Ringfinger im zweiten Bund auf der zweiten Seite, auf der E-Seite das Fis. Und wir haben eben die leere A-Seite noch dazu. Also A, D, Fis, A von den Tönen her. Jetzt ist das für den einen oder anderen natürlich nicht so ganz einfach, diese drei Finger da im zweiten Bund unterzubringen. Gerade wenn man ein bisschen breitere Fingerkuppen hat, ist das so eine Sache. Da kann man dann auch mal versuchen, ob es besser ist, mit einem Mini-Barré. Ja, das heißt, ich greife mit dem Zeigefinger jetzt im zweiten Bund die vierte und die dritte Seite gleichzeitig. Ich halte mal die Ukulele ein bisschen näher ran. Das erste Gelenk hier, das knickt so durch. Ja. Ich muss, wenn ich das so mache, dann muss ich eben darauf achten, dass der Finger wirklich die beiden Seiten im zweiten Bund greift. Und ich muss eben darauf achten, dass die hohe E-Seite trotzdem noch leer schwingen wird. Nicht die hohe E-Seite, sondern die erste Seite, die A-Seite, dass die eben schwingen kann. Ja? Das wäre die Alternative. Oder aber was auch hin und wieder mal vorkommt, ist, dass wir den D-Dur mit Mittel-, Ring- und kleinem Finger greifen. Insbesondere dann, wenn wir den Wechsel zu A-Moll haben, ja? Dann macht das einfach schon Sinn, hier den Ring und den mit Mittelring und kleinem Finger den Akkord zu greifen. Ja? Gut, also das ist der D-Dur-Akkord in diesen drei Varianten nochmal. Also Zeige, Mittel, Ringfinger, Mittelfinger als Barré über zwei Seiten. Oder aber Mittelring und kleiner Finger. Ja? Es wird jetzt so sein, dass wir dann in den nächsten Lektionen uns zum einen Wechsel zum C und auf zum G anschauen. Und dann auch ein, zwei, drei Songs mit diesen Akkorden dann üben wollen. Ja? Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir den Daumen hoch. Das würde mir als YouTuber weiterhelfen. Abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, was Neuerscheinungen anbelangt. Da wird sich in der nächsten Zeit noch einiges tun. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Lektion wiedersehen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Ukulele. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss.